Zweiter Spieltag der Bezirksliga Staffel 8 und der aktuelle Tabellenführer Rot-Weiß Germania ist zu Gast beim 4. DJK TuS Körne. Zum Auftakt siegte der Aufsteiger mit 6:0 gegen Mengede und setzte sich so direkt nach ganz oben in der Tabelle. Die erste Möglichkeit hat direkt auch die in Weiß spielende Germania. DJK-Keeper Marc Wiegand ist jedoch sofort hellwach. Danach zeigen sich auch die Gastgeber ein erstes Mal in der Offensive. Die Flanke von Nikola Idic landet bei Thomas Tauber, aber Timo Bieniak im Tor der Germania ist ebenfalls zur Stelle. In der Folge ist es ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Chancen. Somit bleibt es zur Pause beim 0:0. Aber nach dem Seitenwechsel kommen die Gäste offensiver aus der Kabine. Eike Sturmheit wird im Strafraum geschickt und macht das 1:0 für Rot-Weiß Germania. Keine 3 Minuten hat es nach Wiederbeginn gedauert, bis die Gäste hier in Führung gehen. Die Defensive von Körne war gedanklich wohl noch nicht wieder auf dem Platz und Torschütze Sturmheit bleibt dann vorwiegend eiskalt. Die Gastgeber können den Gegentreffer aber gut verkraften und drängen auf den Ausgleich. Der zweite Ball landet bei Lorenz Gründel, dessen Versuch geht jedoch einen guten Meter über das Tor. Vor allem über Standards sorgt die DJK für Torgefahr, das Ganze ist aber noch nicht zwingend genug. Dann auch mal die Gäste mit einem Eckball. Ganz hinten kommt Alexander Schwarz zum Abschluss, Wiegand ist rechtzeitig in der Ecke. Und jetzt wird es ganz knifflig, der Kopfball geht an die Latte, ist der Ball im Tor? Der Schiedsrichter gibt den Treffer nicht. Eine ganz schwierige Entscheidung. Durch den Druck von Körne in der Schlussphase ergeben sich für die Gäste natürlich Räume zum Kontern. Der schöne Seitenwechsel landet bei Yannick Thielka. Der zieht in den Strafraum und scheitert ebenfalls am Querbalken. In dieser Szene springt der Ball aber deutlich vor der Linie wieder auf. Es wird nochmal richtig spannend. Leon Reckers mit der letzten Möglichkeit. Doch es sollte heute nicht klappen mit einem Treffer für die DJK. Denn kurz darauf ist Schluss. Die Germania siegt knapp, aber nicht unverdient mit 1:0. Und Dennis Renzmann freut sich am Mikrofon über den nächsten Erfolg. Er hofft schweres Spiel oder erwartet schweres Spiel. Wir wussten, dass Körne sehr breit steht in der Offensive und deshalb mehr Räume in der Mitte sind. Und ja, hat sich genau ausgezahlt, dass wir die Räume hatten. Ja, ich muss auch sagen, Kompliment an die Jungs. Brutal hinten rausgespielt, richtig gut. Ja, Körne hatte wenig Chancen. Trotzdem war es ein Spiel auf Augenhöhe und ja, wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber ja, verdient gewonnen, trotzdem hart erkämpfte 3 Punkte. Damit gelingt Germania mit 6 Punkten aus 2 Spielen der perfekte Saisonauftakt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.